ein weiteres Verfahren für Differentialgleichungen. Netterweise ein Verfahren, das man dann benutzen kann, um was über die Stabilität der Lösung auszusagen. Man erfährt, ob einem ein System um die Ohren fliegt oder ob es beherrschbar bleibt. Ich starte mit dem Federpendel mal wieder, so hingeschrieben wie letztes Mal oder vorletztes Mal auch, als Differentialgleichung mit zwei gesuchten Funktionen. Ort gegeben, Impuls gegeben am Anfang und dann geht's los. Das Differentialgleichungssystem sagt mir, was die Ableitung des Orts ist. Das Differentialgleichungssystem sagt mir, was die Ableitung des Impulses ist. Die Ableitung des Orts und die Ableitung des Impulses versuche ich dann wieder mit Ort und Impuls auszudrücken. Die Ableitung des Orts ist die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist Impuls durch Masse. Das steht oben. So kam das die letzten Male hin und wieder vor. Hier oben also die Geschwindigkeit hingeschrieben mit dem Impuls. Und hier unten die Ableitung des Impulses. Ich brauche die Ableitung des Impulses, Masse mal Geschwindigkeit. Also Masse mal die Ableitung der Geschwindigkeit ist Masse mal Beschleunigung, ist die Kraft. Hier unten steht die Kraft. Was ist die Kraft beim Federpendel? Minus Federkonstante mal Auslenkung. Und minus, wenn ich die Reibung reinnehme, dieses billige Modell der Reibung, minus Reibung mal Reibungskoeffizient, sollte ich sagen, minus Reibungskoeffizient mal Geschwindigkeit. Geschwindigkeit war Impuls durch Masse. Kann man das auseinanderhalten? P durch M mal Rho für diesen Reibungskoeffizienten. Soweit hatten wir das. Das Kluge ist jetzt, das noch eine Nummer anders zu schreiben. Das hier kann ich schreiben als Produkt einer Matrix mit X und P. Was da nachher steht, die Ableitung von meinem gesuchten Lösungsvektor ist eine Matrix mal mein gesuchter Lösungsvektor. Was muss in dieser Matrix stehen? Der hier oben muss doch sein, die erste Zeile der Matrix mal diese Spalte. Aus diesem Produkt soll P durch M rauskommen. Was muss also hier oben stehen? Hier muss 0 stehen, da muss 1 durch m stehen. 0 mal x plus 1 durch m mal p. Dann haben Sie da p durch m. Also man kann es quasi reverse-engineeren. Ich möchte p durch m raushaben für meine Differentialgleichung. Was ist p durch m? 0 mal x plus 1 durch m mal p. Dann steht da p durch m. Genauso kann ich die untere Zeile reverse-engineeren. Minus d mal x, na schön, minus d, minus rho durch m. Muss hier hin, minus rho durch m. Wenn ich jetzt dieses Produkt ausrechne, kriege ich minus d mal x, aha, minus rho durch m mal p. Fertig. Das heißt, was aus meiner Differentialgleichung hier, nicht was aus der Differentialgleichung rauskommt, sondern meine Differentialgleichung, die rechte Seite meiner Differentialgleichung, hier kann ich schreiben als Produkt einer Matrix mit dem gesuchten Lösungsvektor hier, xp. Das heißt, was ich hier habe, ist ein Spezialfall von folgender Situation. Spezialfall, steht schon im Skript, von dieser Situation. Die Ableitung eines Vektors, ich schreibe jetzt x-Vektor, die Ableitung eines Vektors nach der Zeit soll sein, eine quadratische Matrix mal dieser Vektor. Das hier wäre meine Matrix A. Und xp wäre der gesuchte Vektor, in Abhängigkeit von der Zeit. Um diese Art von Differentialgleichungssystemen soll es gehen. Systeme, weil das hier ja mehrere Differentialgleichungen auf einen Schlag sind. Einmal die für x, einmal die für p. Durcheinander gemischt ein Differentialgleichungssystem. Oder hier dann mit einem Vektor geschrieben, die Ableitung eines Vektors ist gleich eine Funktion von diesem Vektor, aber noch viel einfacher hier. In diesem Fall ist es eine konstante Matrix mal diesen Vektor. Diese Matrix natürlich quadratisch. Wenn Sie hier mit so und so vielen Zeilen reingehen in die Matrix muss so viele Zeilen haben, wie der Vektor hier Spalten hat.
Sie müssen dann aus der Matrix aber auch so viele Zeilen wieder rausbekommen, wie der Vektor hier Zeilen hat. Das geht gar nicht anders, als dass diese Matrix hier quadratisch ist. So eine Art von Differentialgleichungssystem. Zur Übung einmal klassifizieren. Wenn Sie das hier sehen, wie wäre das zu klassifizieren? Also dieses Differentialgleichungssystem ist erster Ordnung, weil maximal einmal abgeleitet wird. Es ist linear. Ein Vielfaches meiner gesuchten Lösung, die Ableitung meiner gesuchten Lösung. Und dann ist es überraschenderweise anscheinend homogen. Inhomogen wäre das, wenn hier noch sowas stünde wie plus ein Vektor, 3, 4. Alles, was hier jetzt aber steht, ist ja ein Vielfaches von der gesuchten Funktion oder ein Vielfaches der Ableitung. Es gibt keinen absoluten Term. Nichts, was ohne die gesuchte Funktion dasteht. Vielleicht müssen wir da nochmal so einen Vergleich haben zu y' und so weiter, die üblichen Kandidaten. Wenn sowas haben wie y' plus Sinus von x mal y' plus y durch, was weiß ich, x Quadrat plus 1 ist gleich 0. Das wäre auch homogen. Hier ist y gesucht und alles, was hier an Summanden steht, ist ein Vielfaches von y oder seinen Ableitungen. Es gibt keinen Summanden, der ohne y oder seine Ableitungen steht. Wenn Sie hier Cosinus von x hinschreiben, dann haben Sie einen Summanden ohne y und seine Ableitungen. Das wird inhomogen. Wenn Sie hier 0 hinschreiben, ist es homogen. Hier geht es natürlich bei y und y' um y als abhängige Variable und x als unabhängige Variable. Hier ist jetzt x die abhängige Variable und t die unabhängige Variable. Ich suche also nach Ausdrücken, die ohne ein x oder x-Punkt, x2-Punkt stehen. Gibt es hier nicht. Es gibt keinen Summanden ohne ein x oder ein x-Punkt. Hier gibt es keinen Summanden wie Sinus von t, e hoch t oder sowas. Wenn das dabei stünde, würde das Ding inhomogen. Ohne den hier bleibt es homogen. Nebenbei jetzt noch konstante Koeffizienten, weil diese Matrix A hier konstant ist und weil vor der Ableitung hier auch, wenn Sie wollen, eine Einheitsmatrix steht. Es ist sogar explizit, weil hier die Ableitung ausdrücklich auf einer Seite steht, aber das ist alles nicht so spannend. Erste Ordnung linear homogen ist das Spannende. Wenn ich nun von dieser Matrix A, die ist ja quadratisch, wenn ich davon einen eigenen Vektor kenne und einen eigenen Wert dazu, kann ich eine Lösung der Differentialgleichung angeben. Da schließt sich dann der Kreis zu den Eigenwerten, Eigenvektoren. Plötzlich haben Eigenvektoren, Eigenwerte von so einer Matrix etwas mit den Lösungen dieser Differentialgleichung zu tun. Gucken wir uns das an. Also angenommen, ich kenne einen Eigenvektor, ganz kreativ V genannt, angenommen, ich kenne einen Eigenvektor dieser Matrix, das heißt A mal diesen Eigenvektor ist gleich Lambda, der Eigenwert, mal diesen Eigenvektor. Und der Eigenvektor natürlich nicht der Nullvektor. Angenommen, das sei so, dann kann ich sofort eine Lösung hinschreiben. Habe ich sofort eine spezielle Lösung. Nicht die allgemeine Lösung, aber ich kann sofort eine Lösung hinschreiben, nämlich folgende. X soll so von der Zeit abhängen, das ist einfach e hoch Lambda mal t mal den Eigenvektor ist. Dann habe ich plötzlich eine Lösung dafür. Das haben wir bisher anders gemacht. Dieses Differentialgleichungssystem wirklich hingeschrieben mit x2-Punkt, x-Punkt und e hoch Lambda mal irgendwas eingesetzt. Es geht aber auch anders, wie Sie hier sehen. Ich gucke mir diese Matrix an, suche nach Eigenwerten, Eigenvektoren dieser Matrix und kriege damit Lösungen. Dass das hier eine Lösung ist, kann man billig nachrechnen. Denn die Zeitableitung davon
dx, das ist ein sehr schräger Fall geworden, die Zeitableitung davon ist folgendes. Wie leiten Sie das nach t ab? Der Eigenvektor ist eine Konstante in dem Produkt, bleibt stehen. E hoch lambda mal t muss ich ableiten, nach altbekannter Art. Außen ableiten, bleibt es e hoch bla, innen ableiten, lambda. Das wird die Ableitung sein. Aber das ist nichts anderes als e hoch lambda t mal a mal v. Denn a mal v ist lambda mal v. A soll den Vektor zum Lambda-Fachen machen. Und dann sehe ich, aha, also die Ableitung meiner gesuchten Funktion ist nichts anderes als a mal meine gesuchte Funktion. Genau, was ich haben will. Die Differentialgleichung ist tatsächlich gelöst. Das war, was gelöst werden soll. Ich suche einen Vektor, der von der Zeit abhängt und dessen Ableitung nach der Zeit soll das Matrix-A-fache von dem Vektor sein. Dann können Sie ganz billig so einen angeben. E hoch Eigenwert mal die Zeit mal ein passender Eigenvektor. Damit hat man nicht jede Lösung, aber man hat eine Lösung immerhin. Und man kann auch was über das Verhalten dieser Lösung sagen. Das ist dann nachher ganz charakteristisch. Ich schreibe mal Verhalten dieser Lösung für t gegen unendlich. Je nachdem, was für ein Lambda da rauskommt, was für ein Eigenwert Lambda da rausgekommen ist, verhält sich diese Lösung verschieden. Was wissen Sie schon? Okay, nicht vergessen, dieses Lambda kann eine komplexe Zahl sein. Wenn der Realteil von Lambda größer ist als 0, dann steht hier e hoch, sowas wie 3 mal t, plus was Komplexes, e hoch 3 mal t fliegt mir um die Ohren. Die Lösung wächst exponentiell. Wenn der Realteil von Lambda kleiner ist als 0, habe ich das Gegenläufige, es klingt exponentiell ab, so wie der radioaktive Zerfall oder ein Kondensator entladen wird. Klingt exponentiell ab. Und dann gibt es noch das ganz Lustige, was passiert, wenn eben das Ding echt komplex ist, wenn der Imaginärteil nicht 0 ist, wenn hier nicht nur, wenn hier nicht nur 3 mal t steht, sondern wenn da steht e hoch 3 plus 4i mal t, wenn dieses Lambda echt komplex ist, einen komplexen Anteil hat, dann können wir den ja zerlegen. E hoch 3 plus 4i mal t ist e hoch 3t mal e hoch 4it, Potenzrechengesetz, Summe im Exponenten. Hier steht eine Funktion, die explodiert. Aber hier steht jetzt eine Funktion mit der Eulerschen Formel, die schwingt. Hier hinten steht Sinus und Cosinus. Sobald Sie einen imaginären Anteil in dem Lambda haben, haben Sie diese Schwingung hier als Faktor dabei. Entweder exponentiell steigend oder exponentiell abklingend oder wenn hier eine Null steht mit konstanter Amplitude. Aber auf jeden Fall ist eine Schwingung dabei, Sinus-Cosinus-Schwingung dabei. Also hier habe ich einen Faktor Sinus, Cosinus dabei, eine Oszillation mit konstanter Frequenz. Sobald dieses Lambda einen Imaginärteil hat, ungleich 0. Das heißt, die Eigenwerte dieser Matrix A sagen mir was über die Stabilität der Lösungen meines Differentialgleichungssystems. Wenn das wirklich eine Maschine beschreibt, können Sie sich die Eigenwerte von dieser Matrix angucken und lernen aus den Eigenwerten, ob diese Maschine vielleicht doch etwas anders gebaut sein sollte, damit sie die Inbetriebnahme überlebt. Das kann man weitertreiben. Das ist, wenn ich einen einzigen Eigenvektor V mit einem Eigenwert Lambda dazu gefunden habe, zu dieser Matrix. Wenn ich komplett alle Vektoren zerlegen kann, dann wird es natürlich noch viel einfacher. Also wenn die Matrix A
n verschiedene Eigenwerte hat. Das ist der übliche Fall, aber im Schulbuch geht das manchmal schief. Wenn diese Matrix n verschiedene Eigenwerte hat, natürlich eine n mal n Matrix, meine ich damit, steht alles im Text. Wenn die n verschiedene Werte hat, kann ich jeden Vektor in Eigenvektoren zerlegen. Dann gibt es n verschiedene Richtungen an Eigenvektoren, n verschiedene Richtungen, die alle linear unabhängig voneinander sind. Das muss alles zerlegbar sein in Eigenvektoren. Schreibe ich mal so, so steht es ja auch im Text. Wenn diese Matrix n verschiedene Eigenvektoren, Eigenwerte hat, dann lässt sich jeder Vektor zerlegen. Wie gesagt, das ist der übliche Fall. Es kann passieren, dass welche von denen gleich sind, dann wird es eklig. Dann lässt sich jeder Vektor zerlegen in Eigenvektoren. Also die Nummer 5. Gegeben ein Vektor x0, können Sie den zerlegen in so und so viel mal einen ersten Eigenvektor plus so und so viel mal einen zweiten Eigenvektor plus so und so viel und so weiter plus so und so viel mal den letzten Eigenvektor. Das ist der Gedanke. Wenn Sie zu dieser Matrix, 2x2 Matrix in diesem Fall, wenn Sie zu dieser 2x2 Matrix hier oben tatsächlich zwei verschiedene Eigenwerte finden, finden Sie auch zwei verschiedene Eigenrichtungen dazu, jeweils einen Eigenvektor. Können jeden Vektor in Eigenvektoren zerlegen. In dieser Art, jeder Vektor wird ein Vielfaches des ersten Eigenvektors plus ein Vielfaches vom zweiten und so weiter zusammenaddiert. Und wenn ich das weiß, kann ich sofort sagen, wie ab einem Startzustand x0 die Lösung weiterläuft. Ich sage, okay, das nehme ich als Startzustand. Ich zerlege meinen Startvektor in Eigenvektoren und gucke mir an, wie das weiterläuft. Das ist die Nummer 6, das kann man dann ganz billig hinschreiben. Es kommen einfach diese e hoch Lambdas dazu. K1 mal e hoch Lambda 1 t V1 plus K2 mal e hoch Lambda 2 t V2 plus und so weiter plus, was ist das noch? Kn mal e hoch Lambda n t Vn. Wenn ich meinen Anfangsvektor, diesen Startzustand, bei dem es losgehen soll, das soll der Vektor sein, mit dem das Differentialgleichungssystem anfängt, wenn ich den zerlegt habe, fünfmal den ersten Vektor, siebenmal den zweiten und so weiter, dann kriegen Sie lustigerweise eine Lösung, die mit dem startet, die eine Lösung, die mit dem startet, werden Sie dann bilden, fünfmal e hoch ersten Eigenwert mal die Zeit, den ersten Eigenvektor plus, was ich gesagt, siebenmal e hoch zweiten Eigenwert mal die Zeit. Und so weiter. Das kann man jetzt einfach nachrechnen. Haben wir einmal gerade Proberechnung, dass das wirklich hinhaut. Erstmal mit dem Anfangswert. Wenn ich 0 einsetze, schräge Pfeile heute, wenn ich 0 einsetze, kriege ich raus K1 mal E hoch 0 V1, also einmal V1 plus K2 mal einmal E hoch 0, einmal V2. Upsi. V2 plus und so weiter. Und hier steht Kn mal E hoch 0, einmal Vn. Kn mal Vn. Das ist in der Tat das x0. Das heißt, der Anfangswert stimmt. Wenn ich hier 0 einsetze, starte ich beim richtigen Wert. Und wenn ich die Ableitung bilde, möchte zeigen, dass diese erhoffte Lösung der Differentialgleichung erfüllt. Wenn ich hier die Ableitung bilde, kriege ich K1 mal den hier ableiten, Lambda 1 kommt nach vorne, plus K2 mal Lambda 2, dieses Lambda 2 kommt nach vorne, V2 plus und so weiter, schreibe ich jetzt nicht alles hin. Aber was hier steht,
Was hier vorne steht, ist nichts anderes als K1 mal, ich schreibe es andersrum. Oder? Nee, doch, schreibe ich so rum. K1 mal E hoch Lambda 1t A V1. Was hier vorne steht. K1 behalte ich da. Dieser Faktor hier, E hoch Lambda 1t, das ist ja eine reine Zahl. Die bleibt auch da als reine Zahl stehen. Lambda 1 V1 kriege ich, indem ich bilde Matrix mal diesen Eigenvektor. Denn das soll ja gerade Lambda 1 mal V1 werden. Die Matrix auf diesen Eigenvektor angewendet, soll das Lambda 1-fache werden. Dieses hier wird K2 mal E hoch Lambda 2t A mal V2. Dann steht da Lambda 2 mal V2 und so weiter. Und zum Schluss steht da insgesamt, das ist A mal K1 E hoch Lambda 1t V1. Habe ich den wieder zusammen. Plus K2 mal E hoch Lambda mal 2t V2 plus und so weiter. Wenn Sie gucken, was da oben steht, für x von t, das war meine versuchte Lösung. Das ist exakt das, was hier steht. Das ist x von t. Also habe ich tatsächlich eine Lösung dieser Differentialgleichung zu diesem Anfangswert, x0. Man kann zu Fuß nachrechnen, wenn Sie 0 einsetzen, kriegen Sie aus dieser Lösung da oben, kriegen Sie aus dieser Lösung den richtigen Anfangswert raus, etwas Vektor sollte ich vielleicht sogar sagen. Und wenn Sie ableiten, kommt ganz kunstvoll die Matrix mal diesen Vektor raus. Stimmt auch. Das heißt, ich kann auch die allgemeine Lösung hinschreiben. Wir hatten erst hier eine spezielle Lösung. Wenn Sie irgendeinen Eigenvektor, Eigenwert, so ein Paar haben, ein Paar aus Eigenvektor und Eigenwert haben, können Sie sofort eine spezielle Lösung hinschreiben von diesem Differentialgleichungssystem. Wenn man n verschiedene Eigenwerte hat, ist gesichert, dass man tatsächlich jeden Vektor so zerlegen kann. Ich habe n Konstanten hier, das passt sehr gut, n Konstanten zum Einstellen. Und die bleiben hier in der allgemeinen Lösung stehen. Das sind meine N-Konstanten zum Einstellen. Und nun kann man diese Stabilitätsaussage noch strenger fassen. In dieser Situation, die übliche Situation, in der ich n verschiedene Eigenwerte habe, in der muss dasselbe natürlich gelten. Ich gucke mir diese Lambdas an und frage mich, okay, wenn das hier die allgemeine Lösung ist, die Zahlen k muss ich richtig einstellen, die Lambdas sind gegeben, die v sind gegeben, Lambdas sind die Eigenwerte, v sind die Eigenvektoren. Wann wird das, was hier auf der rechten Seite steht, garantiert nicht explodieren? Also nicht vergessen, die Lambdas können komplexe Zahlen sein, werden es nachher in der Praxis auch gerne sein. Wenn hier vorne beim ersten Lambda sowas steht wie 3 plus 4i, würde das heißen, dieser erste Teil schwingt wegen des 4i und explodiert wegen der 3. Das ist garantiert nichts, was stabil ist. Für die ganzen anderen genauso. Sobald eines dieser Lambdas einen positiven Realteil hat, wird der entsprechende Anteil hier, sobald das jeweilige k ungleich 0 ist, aber das wird typischerweise der Fall sein, wird der entsprechende Anteil hier mir um die Ohren fliegen. Das heißt, es darf keines dieser Lambdas einen Realteil größer als 0 haben, dann kann es nicht stabil werden. Wenn der Realteil von allen Lambdas gleich 0 ist, dann könnte es immer noch heftig oszillieren, aber es könnte nicht mehr außer Rand und Band geraten. Es ist trotzdem ein bisschen gefährlich, genau auf der Kante zu sein. Ich würde Folgendes aufschreiben. Alle Lösungen klingen genau dann ab, wenn der Realteil von allen Eigenwerten kleiner ist als 0. Wenn das gilt für alle Eigenwerte Lambda. Das dürfen alles nur Zahlen sein wie minus 3 plus 7i, minus 18 plus 9i, minus 4 plus 0i. Okay, Hauptsache der Realteil ist negativ. Wenn hier bei diesen Zahlen immer die Realteile negativ sind, klingt das exponentiell ab, das klingt exponentiell ab, das klingt exponentiell ab. Es kann nichts mehr schief gehen. Sobald ein einziger Realteil positiv ist, wird dieser Anteil ins Unendliche wachsen.
Das ist dann ein wesentliches Kriterium für Stabilität. Man guckt sich Eigenwerte an und von den Eigenwerten die Realteile und hat damit schon festgestellt, ob dieses System auseinanderfliegt oder im Zaum bleibt. Ich habe die ganze Zeit hier gesagt, man guckt sich die Situation an, dass es n verschiedene Eigenwerte gibt. Das ist wie gesagt die übliche Situation. Es können auch welche gleich sein und trotzdem passiert das hier. Das Ganze wird schwieriger zu analysieren. Wenn mehrere gleich sind, hat man typischerweise hier ein bisschen fiesere Terme. Ich lasse es mal bei dieser allgemeinen Situation, bei der man nur ungleiche Eigenwerte hat. Und zum Abschluss können wir uns nochmal die Eigenwerte für das Federpendel angucken, was denn oben aus der Matrix rauskommt. Für die Nummer 8. Die Matrix für das Federpendel war diese hier. Heute nicht, auch egal. 0, 1 durch m minus d minus rho durch m. Das war die Matrix. 0, 1 durch m minus d minus rho durch m. Nun will ich wissen, was die Eigenwerte dieser Matrix sind. Lambda ist ein Eigenwert dieser Matrix. Genau dann, wenn. Mit welchem Kriterium kann ich das untersuchen? Also hier 2 mal 2, das geht noch mit dem schulmäßigen Kriterium. Die Determinante von A minus Lambda 1 als Matrix muss 0 sein. Das schreibe ich hin. Lambda ist Eigenwert davon, genau dann, wenn 0 die Determinante ist von dieser Matrix minus Lambda 1 als Matrix. Also dieses minus Lambda 1x Matrix, 0 minus Lambda 1x Matrix ist minus Lambda, der bleibt stehen und von dem kommt auch aus der Einheitsmatrix dann noch minus Rho durch M minus Lambda. Das ist A minus Lambda mal die Einheitsmatrix, das ist meine Matrix A. Und das ist jetzt ziemlich billig. Einfach die Determinante ausrechnen. Hauptdiagonale, Nebendiagonale bei 2 mal 2. Minus Lambda mal minus Rho durch M. Das gibt also Rho durch M mal Lambda. Minus Lambda mal minus Lambda gibt plus Lambda Quadrat. Minus Produkt auf der Nebendiagonalen, also plus D durch M. Plus D durch M. Vielleicht sollte ich Lambda nach vorne nehmen, dann sieht das hübscher aus. Lambda Quadrat plus Rho durch M. Lambda plus d durch m. Eine ganz dumme quadratische Gleichung. Das heißt, Lambda ist gleich minus Rho durch 2m plus minus, den jetzt quadrieren, Rho Quadrat durch 4m Quadrat minus d durch m. Damit habe ich die Lambdas. Und ich hoffe, dass Sie sich noch an die erinnern. Die hatten wir vorher auch raus. Auf eine ganz andere Art, als wir Lösungen gesucht haben für das Federpendel, da aber noch in der Form x2 Punkt plus und so weiter. Und hier jetzt in dieser anderen Form, in der algebraischen Form, hier wird das Lambda plötzlich zu einem Eigenwert. Ich mache eine ganz normale Eigenwertberechnung, kriege dieselben Zahlen raus wie vorher, die haben aber nun eine andere Bedeutung. Die tauchen dann aber auch wieder in dieser E hoch Lambda Form auf, wenn ich es gerade wieder finde. Da sind wir. In dieser Form tauchen sie dann aber auch wieder auf. E hoch, so ein Lambda, was da rausgekommen ist, mal die Zeit, mal ein Eigenvektor, der dazugehört.